Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute ist es mal wieder Zeit für eine Cast-Challenge. Und wir machen heute ganz wilde Dinge, denn wir stellen den Bildschirm auf schwarz-weiß, sodass nur ich schwarz-weiß sehe, ihr auch und ich sehe keine Farben, dies, das. Und das Ganze ist dann upside down, also auf dem Kopf und ganz schwierig und ich darf keinen CC benutzen. Warum ich mir das antue, ich weiß leider auch nicht. Aber ich tue es. Ich hoffe, dass mein Akku aushält. Ansonsten Pech. Wir sind jetzt schon hier in diesen Einstellungen. Da drückt man dann einfach auf Farbfilter an bei Graustufe und dann ist alles schwarz-weiß. Huch, hoppala. Und jetzt suche ich noch die Einstellung für das andere. Ich hab's gefunden, Leute. Oh mein Gott, warum tue ich mir das nochmal an? Wir kriegen das hin. Wirklich. Ich möchte nicht. Ich bin ganz schön überfordert, Leute. Wie macht man... Oh mein Gott. I'm stressed. Ich weiß, dass diese hier gut aussehen. Deswegen nehme ich die. Ich habe keine Ahnung, was das hier wie mit den Farben und so ist. Aber ich mache einfach irgendwas. Wir können gerne die Haare anpassen. Das wäre toll. Ich finde sie eigentlich schon ganz süß. Daran ändern wir am besten einfach nichts. Das wird hier schon chaotisch genug, Leute. Ich muss hier irgendwas über mein Aufnahmeprogramm machen. Weil sonst sehe ich ja schon das Ergebnis so ein bisschen. Andere Richtung. So, ich habe was über mein Aufnahmeprogramm gemacht, sodass ich halt hier... Ne, dass das hier besser funktioniert, dies, das. Weil sonst werde ich ja gespoilert. Das wollen wir ja nicht. Ich weiß, dass wir im Base Game mittlerweile ein paar schöne Sachen haben. Aber ich habe keine Ahnung. Also ich werde einfach mal so ein bisschen hier probieren, dies, das, ne. Ich glaube, ich würde sogar vielleicht diese hier nehmen. Die ist eigentlich ganz süß. Keine Ahnung. Also, Oder wir nehmen sie hier. Sie ist auch eigentlich eine Süße. Also, sie ist ja auch ein bisschen wild. Aber in diesem Haushalt sind wir halt manchmal ein bisschen wild, ne. Wir können auch... Keine Ahnung, mal so sowas machen. Ja, vielleicht keine Ahnung. Ich weiß nicht, welche Farbe das genau ist, aber ich will schon einen Hardcore-Splash haben, hier mit dem Split her. Dann können wir ja vielleicht ja noch irgendwelche Merkmale geben. Wenn ich das hier hinkriege. Das hier, glaube ich. Ja, boah, Leute. Und dann, das hier ist, glaube ich, CC. Das ist, glaube ich, von der Life Tragedies Mod. Ich gebe hier vielleicht so Freckles. Die hier sind doch ganz süß. Ist doch eine Mausi. Und dann braucht sie vielleicht auch ein bisschen Make-up oder so. Vielleicht. Hier nehmen wir doch MAC. MAC ist doch toll. Ich habe keine Ahnung, was das hier für Farben sind. Aber wir versuchen es einfach. YOLO-Modus, Leute. Hier dann irgendwie so Eyeliner. Toll. Süß hier. Einfach das hier. So, so toll. Großartig, Leute. Großartig. Ich weiß, dass der hier immer ganz gut aussieht. Ich habe keine Ahnung, welche Farbe wo was ist, aber ich gebe hier einfach irgendwas. Ich finde es super. Und dann dieses von Peachy Fairy würde ich hier auch nehmen. Toll. Jetzt schauen wir mal, ob wir ihr vielleicht auch irgendwas zum Anziehen geben können. Das wäre großartig. Ich bin so überfordert, ne? Meine Maus... es ist so ungewohnt einfach, weil sich alles halt einfach entgegengesetzt dreht und so. Keine Ahnung. Wait a second, das kann sogar sein, dass ihr das richtig rumseht. Weil im Aufnahmeprogramm ist es ja auch richtig rum. Also glaubt mir einfach, dass es falsch rum ist, okay? Ich habe es auf jeden Fall angestellt. Ich bin gestresst, auch wenn ihr es nicht seht. Also ja, aber nein. Ich habe keine Ahnung, was ich hier geben soll zum Anziehen. Aber vielleicht ist sowas hier ganz cool. Ich habe das irgendwie noch nie so richtig benutzt. Aber ich finde das eigentlich süß, so eine Jacke. Einfach und dann vielleicht eine coole Hosi dazu. Ich weiß nicht. Vielleicht nehme ich auch mal was, was ein bisschen außerhalb meiner Comfortzone ist, ja? Sachen, die ich nicht immer benutze. Das wär's doch mal. Zum Beispiel hier solche Hosen. Ich weiß, dass das Low-Waist ja eigentlich nicht so mein Ding ist, aber let's do it. Ich habe halt auch keine Ahnung, was das hier irgendwas für Farben hat und wir machen da übrigens alle Outfits einfach, weil dann ist es noch wilder, ja? Was denn mit diesen Schuhen? Die sehen auch ganz witzig aus, oder? Keine Ahnung. Sind wir mal ganz wild und nehmen einfach diese Farbe. Ich weiß gerade noch nicht mal, von welchem Pack sie sind, weil ich das gar nicht so erkennen kann gerade, von was das ist. I don't know. Auf dem Kopf sieht alles auf jeden Fall ganz wild aus, Leute. Ja, das ist auf jeden Fall ihr Alltagsoutfit, I guess. Und dann das ist ihr Abendkleidung. Da braucht sie auf jeden Fall dann gleich auch noch Make-up und sowas. Das gönne ich ihr natürlich auch. Aber sie kriegt keine Brille. Aber eine Kette kann sie meinetwegen haben. Das hier habe ich gehört, glowt mittlerweile. Toll. Also dieses Monddings von dem neuen Pack. I love it. Hier so eine Perlenkette.
Und dann nehme ich mal eine andere Farbe als sonst, einfach weil out of comfort zone, guys. Da kann sie doch auch hier so ein bisschen wilden Eyeliner und sowas haben. Einfach, damit es noch witziger ist, Leute. Ich meine, zur Abendkleidung kann man sich auch mal ein bisschen krasser hier schminken und so. Let's effing go. Hier, MAC. Wie wär's? Nehmen wir doch einfach das hier. Woo! Es wird bestimmt hübsch oder so. Dann nehmen wir gerne wieder das hier von Peachy Fairy. Das machen wir einfach immer drauf, weil das sieht einfach gut aus. Dann nehmen wir hier die Accessoires natürlich auch erstmal weg. Sie kann gerne gleich was haben, aber erstmal suche ich ihr ein schönes Kleid aus. Vielleicht ein Kleid, wo man auch ihre Kette dann sieht, weil sonst ist es ein bisschen blöd. Das könnte es doch sein, oder? Das ist es, Leute. Ja. Ich habe keine Ahnung, mit was für einem Style ich hier mit ihr gehe, aber es ist definitiv einer, I guess. Hier, einfach so hohe Schuhe, wuhu. Und dann vielleicht in der Farbe, einfach weil, ja? Wir wollen ja auch mal ein bisschen was risken. Und dann kann sie hier noch, das sind ja auch so Perlen, perfekt, das passt doch super. Kann sie vielleicht noch Ringe tragen, hier irgendwas so einen noch, vielleicht in einer helleren Farbe. Toll. Sportkleidung. Warum trägt sie da so einen Hut? Also, ich bin jetzt nicht hier, um zu judgen, aber ich persönlich würde den jetzt nicht tragen zum Sport machen. Ich habe keine Ahnung, was hier was, wie, wo ist, ne? For real. Also irgendwie, ich bin absolut verwirrt. Wie wäre es denn mit sowas? Oder, oh, sowas finde ich auch eigentlich ganz witzig. Lass mal sowas nehmen, weil das ist absolut out of my comfort zone. Ich habe keine Ahnung, was hier für Swatches und so sind, ne? Es wird super wild sein, aber es ist mir egal. Wie gesagt, das hier ist ja auch dafür da, um mal ein bisschen was zu machen, was man normalerweise nicht tun würde. Was ist das hier für eine Hose? Ich habe keine Ahnung, aber wir versuchen es einfach. Ja, vielleicht sowas? Ja, keine Ahnung. Haben wir bestimmt irgendwelche Schuhe, die man anziehen kann zum Sport machen. Wie wäre es denn mit den hier? Toll, Leute, toll. Das sieht doch großartig aus. Zum Schlafen weiß ich noch nicht so genau, was ich hier mit ihr anstellen will. Sie zieht auf jeden Fall keine Schuhe zum Schlafen an. Das kann ich euch definitiv sagen. Vielleicht geben wir ihr sowas hier. Ich habe da auch keine Ahnung, was da für Swatches genau sind. Aber es ist auf jeden Fall bequem. Wir können ihr natürlich auch diese Slippers geben, ne? Hier so. Und dann irgendeine süße Farbe. Keine Ahnung, was das für eine Farbe ist. Aber es ist schon in Ordnung. Zum Schlafen muss ja auch nicht alles immer matchen, ne? Dann zum Party machen geht sie natürlich dann auch wieder all out. Da schauen wir wieder, was wir hier für schönes Make-up hier geben. Wir können ja mal hier sowas von Luxury Party oder so nehmen. Ich habe keine Ahnung. Ich benutze das In-Game-Make-up so, so selten. Und wenn, dann halt nur das, wo ich weiß, dass es gut ist. Also von daher, hier soll ich den Eyeliner nehmen. Ich weiß nämlich, dass der wunderschön ist. Der Sperm Eyeliner. We love it. Da weiß ich, dass der absolut hässlich ist. Also, wir wollen ja auch nicht absichtlich das machen, dass es hässlich ist, ne? Soll ja schon irgendwie halbwegs gut aussehen. Ich habe keine Ahnung, was halbwegs gut aussieht, TBH. Aber wir versuchen es einfach. So, und jetzt haben wir bestimmt ganz tolle Sachen, die wir ihr geben können. Wir geben ihr am besten wieder Oberteil und ein Unterteil. Einfach nur, weil das witziger ist. Weil dann noch mehr Mismatching sein könnte. Wie wäre es denn hiermit? Sowas ist doch fancy schmancy. Hier in so einer Farbe und dann, keine Ahnung, vielleicht haben wir ja, wir ziehen ihr vielleicht einen Rock an. Hier, guck mal, der ist sogar ein bisschen höher geschnitten. Das ist es doch. Und dann vielleicht in dieser Farbe. Hä? Und dann vielleicht diese hier oder so. I don't know. Vielleicht noch lieber die. Die sind vielleicht vom Stil ein bisschen passender. I don't know. Es ist ganz wild auf jeden Fall. Ich würde dir auf jeden Fall gerne das hier geben mit diesem, wie heißt das, mit diesem, Leute, hier. Sonnencreme heißt das. Oh, und eine Sonnenbrille kann ich ihr geben. Und dann kriegt sie einen ganz tollen Badeanzug von mir. Nämlich diesen. Dann gehen wir am besten ganz schnell weiter zu heißem Wetter-Outfit. Ich denke, da wird sie sich auch nicht so viel schminken. TBH. Deswegen gebe ich ihr dann einfach wieder das von Peachy Fairy. Aber ich gebe ihr dafür vielleicht einen Hut. Wie wäre es mit ihr? Da kann sie gerne auch einen Dress tragen. Oder dieses hier. Das ist auch witzig. Ich habe das noch nie benutzt. Deswegen, ich kenne die Swatches nicht so gut. Ich finde es eigentlich richtig cool. Aber irgendwie habe ich nie einen Sim, zu dem das passt. Deswegen, go for it. Und dann irgendwie solche Schuhe dazu, maybe. In dieser Farbe. Ist bestimmt toll. Und dann haben wir noch kaltes Wetter-Outfit. Da kann sie sich auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr schminken.
Aber erstmal wieder Peachy Fairy. Und dann geben wir ihr genau diesen. Ich weiß nicht, was genau hier abgeht dann. Aber ja, genau den gebe ich ihr. Und dann gebe ich ihr das da. Und irgendeinen Lippenstift. Tu mir bitte nicht weh. Und dann können wir ihr vielleicht noch eine Mütze geben. Wie wär's denn mit sowas? Ist doch süß. Hier, gibt's sogar mit mehreren Farben. Ist doch toll. Dann können wir nämlich noch mehr falsch machen. Und we love it. So, wie wär's denn hiermit? Und dann hier mit sowas ganz Wildem. Fände ich witzig. Und dann hier so irgend so eine Hose einfach. In dieser Farbe. Genau die sind es. So, dann kann ich meinen Spoilerschutz auf jeden Fall schon mal wegnehmen. Ich meine, dann sehe ich es ja auch nur richtig rum. Das macht jetzt auch nicht so viel aus. Jetzt hoffe ich, dass ich die Einstellung wieder finde. So ist es auf jeden Fall schon mal wieder richtig rum. Und jetzt müssen wir den Farbfilter wieder ausschalten. Alles wieder ein bisschen grell. Okay, ich bin sehr gespannt. Ich drücke das jetzt mal weg. Und es ist wild, aber ich finde es gar nicht so schlimm, TBH. Also ich meine, eigentlich kann man das doch so weit machen, oder? Also ich finde das mit dem Split-Hair ein bisschen weird. Also so zwei Blondtöne ist wild. Ich bin nicht hier, um sie zu judgen, ne? Also es sieht schon irgendwie... Also man kann es auf jeden Fall so weit tragen. Ich bin mal gespannt, wie die anderen Outfits aussehen. Abendkleidung ist... Also, wenn man jetzt den Lidschatten wegnimmt, ja? Also das Outfit und so sieht doch eigentlich voll fein aus. Ich finde halt nur den Lidschatten ein bisschen too much. Aber ansonsten, it's fine. Ihre Sportkleidung ist fein. Ja, doch, das kann man machen. Also ich finde es gut, dass die Hose schwarz ist, to be honest. Weil sonst wäre es schon wieder zu viel, glaube ich. Aber so geht's eigentlich. Also das ist in Ordnung. Das kann man machen. Ihre Schlafkleidung ist auch absolut fein. Wie gesagt, das darf auch mismatched sein. Also meine Schlafkleidung ist auch nicht immer perfekt aufeinander abgestimmt. Ich bin gespannt bei der Partykleidung. Es ist in Ordnung. Hey, das geht doch voll. Also soweit sogar, das mit dem Make-up ist sogar auch nicht so ganz übertrieben. Klar, es ist mehr, als man das bei den Average-Leuten so meistens sieht. Aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, oh nein. Es ist ganz schrecklich. Also da finde ich die Abendkleidung mit dem Make-up ein bisschen mehr crazy. Dann die Badekleidung ist, ja okay, die Brille ist halt rot. Das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Beziehungsweise wenn der hier noch irgendwie rot gewesen wäre, ginge das ja, der Badeanzug. Aber ja, das ist ein bisschen wild. Aber es ist jetzt auch nicht so schlimm, ja. Dann haben wir noch das heiße Wetter-Outfit und das ist... Hä, ich finde das gar nicht mal so schlecht. Also ich meine, das Outfit und die Schuhe, die passen auf jeden Fall farblich gut zusammen. Wirklich, wirklich gut. Ich wusste nicht, dass dieser Swatch von diesen Schuhen existiert, by the way. Hätte ich jetzt auch niemals so ausgewählt wahrscheinlich. Aber ich finde es cool. Ich finde auch, der Hut passt irgendwie. Also klar, er passt farblich jetzt nicht 100%, aber er ist jetzt auch nicht so komplett aus dem Raster, ne? Also von daher, das geht auf jeden Fall schlimmer. Jetzt bin ich nochmal gespannt auf das kalte Wetter-Outfit und es ist in Ordnung. Das kann man auf jeden Fall so tragen. Ich finde den Hut hat generell ein bisschen hässlich, Tami. Aha. Ich finde auch ihren Lippenstift ein bisschen wild. Aber diesmal ist der Lidschatten ganz in Ordnung, tatsächlich sogar. Ja, also der Lippenstift ist das Einzige, was mich ein bisschen stört. Aber ansonsten kann man das auf jeden Fall so tragen. Also alles in allem ist sie voll fein. I kinda like her, not gonna lie. Was können wir denn bei ihr so machen? Also ich glaube, dass das so eine Süße ist. Die mag, glaube ich, Wellness, innerer Frieden. Da sehe ich sie. Und sie mag auf jeden Fall Pink und Lila gerne und Rot. Und dann, keine Ahnung, sie ist auf jeden Fall kreativ und definitiv fröhlich. Das sehe ich 100% bei ihr. Aber ich sehe auch, dass sie vielleicht auch ein bisschen tollpatschig ist. Crazy. Also ich habe schon schlimmere Sims erstellt mit solchen komischen Challenges. Das ist crazy gewesen zu erstellen. Glaubt mir einfach, dass ich gestruggelt habe und dass es wirklich falsch rum ist, ja? Weil, I did. Selbst wenn ich, ja... Ich glaube, es hat gar nicht so viel ausgemacht in dem Sinne. Also ich habe gestruggelt an sich, aber ich glaube nicht, dass ich jetzt so krass andere Sachen gewählt hätte unbedingt. Es war halt nur ein Struggle, die Sachen auszuwählen. Aber ja, also ich bin gespannt, was ihr von der guten Mary Hatfield haltet. Sie ist eine wilde Mausi, aber sie ist auf jeden Fall nicht hässlich. Sagen wir es so. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und...